Der Nebel lichtet sich im kleinen Dorf Santa Rosa El Cua im Norden Nicaraguas. Wir besuchen die Familie Ramos. Ihr Tag beginnt mit dem Backen der typischen Maisfladen. Pablo Ramos und seine Familie essen wie jeden Morgen das einfache Essen der Bauern. Reis, Bohnen und Mais-Tortilla. Dann machen sie sich auf den Weg zur Arbeit. In der Nähe liegt Pablos eigenes kleines Kaffeefeld. In Nicaragua ist Kaffee das wichtigste Exportprodukt. Pablo Ramos ist mit seiner Familie Mitglied in der Kooperative Sopexca. Darüber kann er den größten Teil seiner Ernte an Fairhandelsorganisationen wie die GEPA verkaufen. Wenn der alternative Kaffeemarkt auch in Zukunft diesen Lohn und diesen Kaffeepreis aufrechterhält und uns, den Kleinproduzenten, weiterhin durch Sopexca den Kaffee abkauft, werden wir auch noch die Kapazitäten haben, den Kaffee weiter anzubauen. Warum? Weil wir so den realen Preis bekommen und uns das die Sicherheit gibt, dass wir am Ende nicht leer ausgehen werden. Die Mitglieder der Kooperative bekommen regelmäßig Besuch von einem Berater der GEPA und der MITCA. Otmar Meyer lebt in Nicaragua und kennt die Probleme der Landbevölkerung. Die Situation der Bäuerin, speziell der Kaffeebäuerin hier in Nicaragua, ist schon sehr extrem schlecht. Sie sind praktisch von allen im Stich gelassen. Und wenn dann auch wie dieses Jahr die Kaffeepreise so niedrig liegen, in den Keller gehen, dann sind die Mehrpreise, die wir zahlen, im Grunde genommen dafür da, dass die Leute überleben. Wenn man davon ausgeht, welche Arbeit eigentlich alles da reingeht in die Produktion von diesem Produkt, dann sind das, was wir in Deutschland für unseren Kaffee zahlen, den Normalkaffee, der ist weit weg davon, was eigentlich die Produktion von so einem Kaffee kostet. Schuld daran sind die niedrigen Weltmarktpreise. Die meisten nicaraguanischen Familien verdienen nicht genug, um sich zu ernähren und ihren Kindern eine Schulbildung zu finanzieren. Außerdem brauchen die Kaffeepflanzen intensive Pflege. Wenn wir diesen alten Kaffeebaum durch eine neue Pflanze ersetzen, werden wir bessere Erträge haben. Wir können dann mehr exportieren und der Lebensstandard der Familie wird verbessert. Um eine Manzana, das sind ungefähr 3/4 Hektar, von Kaffee dieser Art zu bebauen, brauchen wir mindestens 14.000 bis 15.000 Cordobas. Bis diese neue Pflanze einen sinnvollen Ertrag abgibt, damit sie so wird, so, vergehen ungefähr 3 Jahre. Deshalb können wir die Sachen auch nicht in Eigenregie erledigen, denn wir haben nicht die Kapazität. Doch die Kooperative wird zusätzlich vom Informationsbüro Nicaragua in Wuppertal unterstützt. Hier in Santa Rosa El Cua fördern wir ganz konkret mit den Kooperativen ein Bildungsprojekt zur Ausbildung von agroökologischen Promotoren. Die lernen also ökologischen Anbau und geben das dann an andere Bauerngruppen weiter. Die Bauern versuchen, sich unabhängiger zu machen von den Einkünften aus der Kaffeeernte. Heute nutzen sie ihre Felder auch zum Obst- und Gemüseanbau. Der Avocadobaum dient uns als Schattenspender. Er nützt uns als Brennholz und als Nahrungsmittel, aber auch um es zu verkaufen, damit wir uns andere Produkte leisten können, die wir selbst nicht produzieren. Andere Bäume schaden dem Kaffee mehr, aber der Guavenbaum nicht. Er gibt ihm Schatten. Wir benutzen ihn auch als Brennholz, um zu kochen. Und gleichzeitig sind die abfallenden Blätter der Dünger für den Kaffee. Ein Problem in Nicaragua ist die zunehmende Abholzung des Urwalds. Doch die Familie Ramos braucht heute viel weniger Brennholz als früher. Der schonende Umgang mit der Natur wird auch in der Küche deutlich.
Pablo Ramos hat Besuch von Fatima Ismael. Sie ist Geschäftsführerin der Kooperative Sopexca. Die Mitglieder dieser Genossenschaft wurden mit einem Kredit begünstigt, den wir gewährt bekommen haben. Wir schafften es, diesen zu besorgen und ihn an die Kleinproduzenten weiterzugeben. So auch mit dem Weiterbildungsprogramm. Ebenso haben wir auch ein kleines Projekt zur Erneuerung des Cafés. Nach rund 10 Stunden Pflücken in den Kaffeeplantagen geht für Pablo und seine Söhne die Arbeit weiter. Es beginnt der aufwendige Prozess der Weiterverarbeitung. Mit der eigenen Mühle schälen sie das Fruchtfleisch von den Kaffeebohnen. In den Fortbildungen, an denen wir teilgenommen haben, haben wir gelernt, dass das Fruchtfleisch nicht ins Wasser gelangen darf. An dieser Stelle wird das ganze Fruchtfleisch, das aus dem Café kommt, gesammelt. Um zu verhindern, dass es ins Wasser gerät und uns vergiftet und wir selber krank werden, nehmen wir dieses Fruchtfleisch, wenn die Sonne scheint, lassen es austrocknen und machen damit organischen Dünger. Diesen Kaffee haben wir gestern gepflückt. Wir ließen ihn 36 Stunden liegen, damit er gärt. Nachdem er gegoren ist, tun wir ihn in diese kleine Kiste, wo wir ihn waschen. Dann fangen wir an, alles, was unterentwickelte, untergewichtige Bohnen sind, auszusortieren. Das Fruchtfleisch, die unreifen Bohnen. Dann wird er so. Das ist dann der Kaffee, den wir später dem alternativen Markt schicken. Das trocknen wir. Wir trocknen das da. Mit der Sonne trocknet das aus. Dieses Fruchtfleisch darf nicht im Kaffee bleiben. Wenn es drin bleibt, gärt es. Dann gibt es dem Kaffee einen schlechten, übergärten Geschmack. Dann, wenn das in die Rösterei kommt, dann hätte der Kaffee keinen guten Geschmack mehr. Nicht alle Kleinbauern können ihren Kaffee zu Hause schälen. Sie bringen ihre Ernte in die nahegelegene, gemeinschaftlich betriebene Nassverarbeitungsanlage. Dort werden die Bohnen gegen eine geringe Gebühr im großen Stil weiterverarbeitet. Für viele Bauern lohnt es sich nicht, ihren Kaffee zu ernten und zu verarbeiten. Fehlende Kredite, Kaffeekrankheiten und extrem niedrige Weltmarktpreise haben sie an den Rand des Ruins getrieben. Nur wenige haben die Möglichkeit, ihren Kaffee auf dem alternativen Markt zu verkaufen. Der Grund: Die Nachfrage nach fair gehandeltem Kaffee ist sehr gering. In Deutschland beträgt der Marktanteil von alternativ gehandeltem Kaffee nur 1%. Und der Absatz geht weiter zurück. Die Konsequenzen bekommen auch die Kleinbauern von Santa Rosa zu spüren. Auch sie müssen einen Teil ihrer Ernte an den normalen Markt verkaufen.